Herzlich willkommen zum Spieltagsupdate, dieses Mal vor der Partie gegen den SV Darmstadt. Es soll weihnachtlich starten. Die Paule-Bande hat ihr Weihnachtsfest gefeiert, hier bei uns im Sparkassen-Business-Club der Ford Arena, und wir waren für euch mit dabei. Also ich fand die Challenges cool, die man machen musste, vor allem da, wo man gegeneinander Fußball spielen konnte, und der Abend war auch cool. Also ich fand es am meisten cool mit den Challenges, vor allem das mit dem Dribbeln. Und ich fand auch cool, dass die Spieler da waren. Ich fand es sehr cool, weil Mainka ist mein Lieblingsspieler bei Heidenheim, weil ich spiele selber Fußball als Innenverteidiger und habe auch die Nummer 6. Das fand ich cool, dass ich halt Mainka dann ein Bild von ihm und eine Unterschrift gekriegt habe. Dass Paul da war. Also ich fand es schön, damit man auch was gewonnen hat und damit die Spieler gekommen sind. So ganz weihnachtliche, entspannte Stimmung soll dann am Samstag noch nicht aufkommen. Da geht es für unsere Mannschaft nämlich wieder um wichtige Punkte in der Ford Arena. Das Ganze gegen den Mitaufsteiger, den SV Darmstadt. Was uns da erwartet, erzählt euch jetzt Nicola Dovedan. Wir müssen ins absolute Limit gehen. Auch vielleicht darüber hinaus. Wichtig wird auch sein, wie wir ein Spiel starten, dass wir da eine gute Kontrolle haben, wissen, wann wir attackieren müssen, wann wir mal auf Ballbesitz spielen müssen. Und ja, ich denke, über dem Ganzen wird halt die Mentalität stehen, der Wille, das Spiel auch unbedingt gewinnen zu wollen. Und ja, das wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Da können wir gute Punkte sammeln oder auch halt wie die Deppen ohne Punkte dastehen. Also es ist ein schmaler Grad in der Bundesliga, sind alle Mannschaften mit individueller Klasse, und wir müssen halt schauen, dass wir gut performen und so gut es geht punkten. Ja, ganz wichtig wird auch wieder sein, die Unterstützung von den Fans. Das merkt man im Spiel natürlich. Das gibt auch nochmal die zweite, dritte Luft, wenn es dann hinten raus nochmal gebraucht wird. Und ich denke, wird auch wichtig sein, die Fans mitzunehmen. Und ja, das haben wir bis jetzt in jedem Heimspiel gut geschafft. Ich denke, es wird uns auch jetzt am Samstag gut gelingen. Wie es gegen Darmstadt geht, das weiß unsere Mannschaft tatsächlich aus der vergangenen Saison. Am 23. Spieltag ging es gegen die Lilien, auch hier bei uns in der Ford Arena, ein wichtiges Spiel im Kampf um den Aufstieg. Damals gewann man durch ein Last-Minute-Tor von Niklas Beste. Wie er das Spiel gesehen hat und was er für ein Spiel erwartet, das sagt er euch jetzt. Das letzte Aufeinandertreffen gegen Darmstadt war, glaube ich, relativ zum Ende. Ich glaube, 10 Tage ungefähr vor Saisonschluss. Ein wichtiges Spiel zu der Zeit gewesen. Ich glaube, zu der Zeit war es oben sehr, sehr eng. Heimspiel. Aber jetzt sieht man direkt auch hier die erste Szene von Darmstadt. Haben wir Glück gehabt, dass wir Mühe hinten hatten. Aber ich glaube, man sieht dann auch direkt, ja, die Antwort von uns nach der Ecke, nach den Standards, köpft Patte leider an die Latte. Ja, man sieht gerade hier die Flanke von Föhre noch, wo Schöppin super Kopfball hat, aber ich muss so sagen, super gehalten. Ja, jetzt kommt hier das 1-0, wo sich Tim super gegen zwei Leute durchsetzt, wo Bommann super Steckball spielt und wo ich quasi nur noch einschieben muss. Dann kriege ich tatsächlich noch einen Krampf. Haben die Jungs natürlich alle noch Scherze drüber gemacht, und wie ich gerade schon gesagt habe, das war dann der Lucky Punch. Ich glaube, das kann immer hier ein kleiner Hexenkessel werden, weil alle relativ dicht am Spielfeld sind, und wenn es dann einmal losgeht, dann
merken wir es natürlich auch auf dem Platz. Das pusht uns natürlich, von daher ist es extrem wichtig am Samstag. Nicht nur, dass wir auf dem Feld Gas geben, sondern auch ja, unsere Fans auf der Tribüne. Am Samstag soll der Erfolg gegen Darmstadt aus der vergangenen Saison also wiederholt werden. Wichtige Punkte wären es allemal, also ist eure Unterstützung wieder extrem wichtig. Kommt in die Volt Arena, macht euch einen schönen Nachmittag und feuert unsere Mannschaft an. Wir sehen uns.